Hallo liebe Internetzuschauer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Tag 46. Oh, ist noch gar nichts sortiert. Essen, bla, Krempel, Kram. So, wir kamen wieder. Ich muss noch Waffen reparieren. Das Öl geht mir aus, sehe ich gerade wieder. Ist schon mal wieder mau hier. Wir haben ein paar Höhlen geklärt und natürlich coole Kohle gefunden. Coole Kohle. Na, jedenfalls war das relativ erfolgreich. Und da war wieder mal... Ich hatte mal so schön viele Weapon Repair Kits alles wieder aufgebraucht. Habe ich noch? Ich muss ein klein bisschen leiser für mich machen. Das ist mega laut gerade. So ist es besser. Ja. 3. Da kriegen wir viel mit geregelt. Egal. Besser als nichts. Start. Wie sieht es denn hier eigentlich aus? Ah, randvoll. Zement hat hergestellt. Hier waren Ingots am Start. Ich nehme mal ein Package und mache mal Schrotmunition, bevor ich hier gar nichts mache. Schrot geht so, könnte besser sein. Hat schon mal besser ausgesehen. Das ist 10 mm, 9, ist okay. Ja. Jetzt habe ich es aufgenommen, gut. Das ist gut. Ah, hier siehst du, ist ja noch alles da. Messing. Das bringt mich direkt zu dem nächsten Punkt. Wie stellt man fest auf der Karte, dass man in der großen Stadt schon gewesen ist? Ne? Ihr seht, wir haben einen Wassergraben um unser Haus gezogen. Der ist groß, richtig groß. Nicht so 10x10, kleines Viereck. Und von der Entfernung sieht man schon, sieht man kaum. Würde ich sagen, ist jetzt nicht so das Megasignal. Was ist denn hier los? Was ist hier los? Ups, daneben gelaufen. Guten Tag. So, erstmal reingucken. Nehme ich. Was ist denn hier wieder für ein Lärm? Ah, wegen dem Schwein, hä? Jetzt ist mal Feierabend hier, Freunde. Brauche ich nicht. Das nehme ich. So, ich habe Leuten hören. Ah, weg ist es! Der Bug. Mit dem Fleisch, was sich nicht looten lassen will. Wie viele Minen brauchen wir denn eigentlich? 1, 2, 3. Geht eigentlich noch. Obwohl. 4, 5, 6. Da fehlen ja doch ein paar Minen. 7 Minen fehlen uns. Okay. Sind so, als ob wir keine hätten. Wobei stehen geblieben. Ich verliere mich immer. Genau. Das Looten und der blöde Bug, warum wir kein Essen kriegen. Idee wäre,
da war Glas, dass man beim Looten der Tiere alles rausnimmt, was drin ist. Ich könnte auch mal Fackeln herstellen, wieder 20 neue. Wir haben beim letzten Mal so viel Fackeln verbraucht. Dann soll der Bug nicht mehr auftreten. Also man muss es nicht ins Inventory nehmen, sondern einfach alles rausnehmen. Wir werden es beim nächsten Vieh testen. Und dann einfach mal gucken, ob das tatsächlich so ist. So, was macht denn hier der Schrotkram? Ah, es ist der fertig. Und jetzt Torch. Dann craften wir die auch mal. Schrott, Schrott, Schrott. Wunderbar. Shotgun Shell. 111, okay. Das heißt 250, 250 und jetzt bräuchten wir noch Papier. Gut. Ich meine, 7 Minen hätte ich gezählt. Und dann füllen wir erstmal unsere Minen auf. Wir werden also beim nächsten Tier sozusagen komplett auffüllen. Ausleeren, nicht auffüllen. Seht ihr das da? Ich kann hier unten kein Frame setzen. Und... Ah, ist fertig. Dann hätte ich jetzt gern Shotgun Shells. Nein, war doch richtig. Und dieses Stückchen Erde, was da in der Luft hängt. Ich gehe mal in die Tiefe. Seht ihr es? Hier. Da ist er. Das ist kein Fehler. Das wird aus diesen Gorblöcken, wenn man sich nicht drum kümmert, dann werden die wieder zur Erde. Es sieht ein bisschen klein aus, könnte man ein bisschen größer gestalten. Aber das ist kein Bug oder es ist nicht verkehrt, sondern das gehört tatsächlich so. Da muss man halt so ein bisschen früher oder später doch so ein bisschen Ordnung halten bei sich. Ich bin keiner, der jetzt so jedem Gore-Block hinterher rennt. Wenn ich dann mal so einen sehe, der sich umwandelt, dann kloppe ich ihn weg und ist gut. So ist mein Ansinnen dazu. So, das haben wir gesetzt. Hier irgendwo noch was kruscheln gehört. Das ist bestimmt über mir. Ich wusste es. Das könnte ich mitnehmen. Das ist jetzt wieder unter mir. Oh. Da fällt der Kram schon zusammen. Ich nehme mit Absicht jetzt die roten mit. Weil ich was austesten möchte. Da haben wir noch einen. Da ist noch einer. Wir haben natürlich kein Holz dabei. Schlau, schlau, schlau. Oh, Glas. Cool. Was? Wer bist du denn?
So. Oh, Molly Bread. Danke. Axt raus, wir brauchen. Oh. Bam, bam. So. Wir brauchen doch ein bisschen Holz. Oh, da ist auch noch eins. Sechs müssten uns reichen, sobald das fertig ist. Na, kennst du den schon? Kannte er noch nicht. Das nehmen. Okay, wir wandeln es später. Das nehmen wir. Dann nehmen wir noch das mit. Also die Chrysanthemen, das. Ich habe noch gar nicht überlegt, ob man die anbauen kann oder Samen ziehen kann. Ich werde es rausfinden, wenn die Munition fertig ist. Oh Mann, das dauert ja. Nehme ich mal mit. Da laufen zwei rum. Da waren keine Chrysanthemen. Da leuchtet es noch rötlich. Mhm. Bam. Brauche ich alles nicht. Ist alles Unsinn. Da nehmen wir noch Chrysanthemen mit auf. So, was ist eigentlich die Idee? Warum sammle ich den Mist? Also zum einen, endlich ist die Schrottmunition fertig. Das heißt, wir können auch das Holz herstellen. So, Chrysanthemen. Leuchtend rot. Das da ist besser. 10 Stück verballern wir. Maximal 80 Stück kriegen wir dann raus. Nice. Die Idee ist einfach hier eine Markierung auf der Straße. Die Straße ist immer als hell dargestellt. Jetzt habe ich mir überlegt, wenn du da so ein rotes Viereck setzt, vielleicht ist es ja wirklich so leuchtend rot wie hier das Wasser. Das Feld, wenn ich es anlege, erscheint ja auch. Ich muss nur einen gewissen Umfang machen. Und das ist halt die Frage. Wie viel ist genug? Werden wir rauskriegen. Das wollte ich schreddern. So. Versuch macht klug. Wir setzen erstmal unseren Turmbauabstand. So als Außenrahmen. Und dann schauen wir mal, ob das schon ausreichen würde. Oder ob es da mehr braucht. Sieht man das auf der Straße? Sieht man das nicht? Ich hätte jetzt auch keinen großen Bock einzugraben. Einfach setzen. Und gucken, ob das schon ausreicht. Muss man das aushöhlen oder was auch immer. Erstmal hier das Ungeziefer ein bisschen wegmachen. So, dann entfernen wir uns, dass unsere eigene Position, unsere eigene Signatur auf der Karte jetzt nicht stört. Aha! Das sieht so nicht schlecht aus. Ich glaube, wir haben es gefunden. Trotzdem danke ich natürlich für die Ideen, die kamen. Den Wassergraben zu ziehen hätte natürlich auch geklappt, aber es kostet ja eine immense Zeit, ja. Wahnsinn! Und ich glaube, das hier ist wesentlich einfacher. Als Markierungsbotschaft für mich selber. Geht schnell, tut keinem weh. Jetzt sammle ich nochmal so eine Chrysantheme und gucke, ob ich die irgendwie klein machen kann.
So. Keine Samen. Ist nicht. Das heißt, ich tue gut daran, wenn ich Elche finde, sie direkt einzutüten. Auf der Suche nach der roten Blume. Zellschuss. Naja, vielleicht nicht unbedingt, aber es hat mir gefallen. Was ist das? Wollte gerade sagen, da ist ja noch einer. Manchmal hat man so ein Auge für die Jungs, ja, und das passt dann unheimlich gut. Da sieht man die verborgensten Dinge und denkt, wow, das im Vorbeirennen, das ist ja, ne, ein geiles Auge. Der hat ja sofort alles im Überblick, richtig cool. Und bei anderen Dingern läufst du mitten rein, das wie blind. Oh, schön, Öl. Okay, dann lass mich erbarmen, dir auch noch einen in den Kopf zu brezeln. Nest ist schon gelootet. Na, wirst du wohl. Ja, war ja klar, dass der nichts hat. Das war nicht schlecht. Öl ist immer willkommen. Schon eine Leiche. Na ja, gut, eine Leiche war es auch vorher, aber jetzt haben wir sie auch offiziell erschossen. So. Hast du was, was du mir abgeben möchtest? Ohne Kopf? Also, es läuft, oder? Bringt der mir echt Öl? Es war ja nur so ein Verdacht, dass der vielleicht was haben könnte. Man soll es ja gar nicht mehr ausschließen. Also, es ist ja schon cool. Richtig cool. Okay. Nee, brauche ich nicht, danke. Ah, da ist. Einmal. Zweimal. Dreimal. Yep. Bring mir Öl, komm, mach. Ach, ich hätte den Mund halten sollen, da hätte ich es gekriegt. Jede Wette, dann hätte ich es bekommen. Ach, das ist diese Kacke mit Ansagen. War schlecht zu sehen, getarnt durchs Bäumchen. So, den dicken noch. War natürlich klar, aber Pflänzchen, das ist wichtig. Okay. Kann man das verwechseln? Hey, unser Turm ist grau. Und der Punkt ist rot. Vielleicht wäre eine einfache Umrahmung besser gewesen. Ich glaube, ein Rahmen ist irgendwie. Aber der wird dann eher auch kaputt gemacht, oder? Oder nicht? Bin mir gerade nicht sicher. Da hatte ich doch was gesehen. Sei es drum? Nein. Redwood Bath. So. Wo ist denn jetzt unser Zuhause? Wir sind schon vorbei. Kein rotes Pflänzchen mehr zu sehen. Doch, da hinten. Da sehe ich's. Na! Was hat er noch aufgesammelt? Jetzt ein Stein oder was? Ah, die Garage. Oh, rotes Pflänzchen. Und da ist auch eins. So finden wir letztendlich doch für die Chrysanthemen noch eine sinnvolle Aufgabe. Als Markierung. Gut, soll mir recht sein.
ist nice to know. Oh, kein Holz mehr. Uns geht das Holz aus. Das heißt, Kettensäge an den Start. So, Fackeln zurück. 10 Mal. Sorry, aber Weapon Repair geht gerade ein bisschen vor. Geht ja auch schnell. Das Molly Bread. Das müsste doch schon hier sein, weil wir haben so viel. Das brauche ich jetzt nicht zum Umwurschteln. So. Ei, ei, ei. Glas. Und mal Rohr. Ha, Rohr. Naja. So. Das dahin. Wir haben noch 6 Mal Minen sozusagen. Guck mal hier, da haben wir sogar noch welche. Achso. Red Woodplanks. Das ist auch ein Frühstück. Dann holen wir uns Pulver. Wir brauchen 6 Mal Pulver. Und Scrap Metal auch mal 6. Dann können wir auch neue Minen herstellen. Gut, das dauert einen Augenblick. Dann können wir Weapon Repair wieder zurück. Haben wir wieder 22. Das ist okay. Ach ja, 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 Munition hergestellt. Ein ordinären Stein. Da. 36 Woodplanks haben wir noch. So. Markierungsteile kommen zurück. Minen. Ach ja, Minen. Haben wir es nochmal zuerst. Dann ist das weg. Ja, es geht relativ schnell. Das ist okay. Schaufel, Hammer, das brauche ich alles nicht. Erstmal. Hammer zurück. Die Schaufel zurück. Die Minen weg. Und dann müssen wir unserem Wald etwas zu Leid rücken. Meine Damen und Herren, bitte halten Sie sich jetzt die Ohren etwas zu. Es könnte ein wenig laut werden. Und los geht's. Cool.
So, wir haben es gleich. Also fast. Ah ja, wir haben Aufmerksamkeit erregt. Wundert mich. Ah, Spider. Erwischt. Du kriegst mich nicht. Na, hast du schon deine Freunde gerufen? Stinker. Wo ist der dritte von euch? Pappnasen. Da ist er. Das nehme ich noch. So, Kinders, ihr entschuldigt mich. Ich muss kurz meinen Kram wegbringen. Gleich mit euch befassen. Aber erstmal müssen wir ganz schnell unser Inventory etwas leer machen. Oh, meine Güte. Können wir mal behalten. So, ich komme. Ich bin da, alles klar. Verreckt bitte nicht alle in dem Graben. Hier entlang. Kommt, 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 kommt. Das ist viel zu gefährlich dort. So. Hier sagen wir auf Wiedersehen. Du bist auch noch so ein Schnellläufer. Das ist gut. Ja. Passt. Wir nehmen erstmal alles. Wofür haben wir denn Schrotmunition? Hoppala! Gemacht. Echt jetzt? Verdorbene Fleisch, so Mist. Hat's aber ausgehalten, oder? Hat mich jetzt ein bisschen überrascht. Vielleicht ging der Schuss auch irgendwie durch oder so. Kann ja auch sein. Nein, nicht wegpacken! Oh, wo willst du denn hin? Aha. Jupp. Okay, dann darf ich die Horde bitten, in diese Richtung zu gehen. Whoops. Hätte eigentlich passen müssen. Was denn das? Nochmal Spider. Jetzt aber schnell. Ich hab irgendwie Stinkefleisch aufgenommen. Ups.
Laufen, 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 laufen. Oh, wie ich diese Kriecher hasse. So, na komm. Looten, looten, looten. Danke. So geht's nicht. Ja, das ist gut. Dann müssen sie irgendwie so... Ich will sie ja auch looten. Ich will sie nicht einfach umlegen. Ich will ja auch was davon haben. Verdammt. Ups. Ach. Wie viele denn noch? Ekelfleisch. Lass dich looten. Und wir tauschen. Ach, infected. So ein Mist. Egal. Das hat das Risiko, wenn man looten will. Da juckt es mir echt in den Fingern. Und wie viel hat es dabei? Es hat gar nicht so viele gelegt, wie ich gedacht hatte. Na, ich wollte die doch schon haben. Damit haben wir doch alle schnell erledigt. So, jetzt ist Feierabend. Schnell looten, bevor sie alle hier zu Gorblöcken werden. Na komm. Das Sandwich kann man mit Sicherheit abgeben. Ja. Und schon geht's los. Gut. Da haben wir doch wenigstens noch ein bisschen was aufräumen können. Wo sind wir denn unterbrochen worden? Was haben wir denn? Ach so, wir haben Bäume gefällt. Jetzt erinnere ich mich wieder. Ja, genau. Da sind wir unterbrochen worden. Nee, das mache ich nicht. Die Tür lasse ich jetzt auf, wenn ich da so kurz am Machen bin, aber das machen wir nicht. Was haben wir denn jetzt alles? Das kann man doch alles umwandeln. Dann machen wir erstmal klar Schiff hier. Knochen brauche ich jetzt. Nee, also das ist Scrap. Brauche ich auch nicht. Jo, von mir aus. Okay. Gut. Na, ich hab den Scheiß aufgenommen. Ich hab's gewusst. Weg mit dem Mist. Was war der andere Mist? Da. Talle. Schrott. Das kommt dahin. Und das Scrap kommt dahin. Stuff. Diesen Scheiß, das ist alles drüben. Messenger haben wir hier. Da haben wir nichts. Das da. Das ist fertiges Essen, da haben wir auch nichts mit zu tun gehabt. Verbandzeug. Moldy Bread.
blind. Sieht gut aus. Federn, Papier, Bücher. Da, das, das und... Achso, eins oben drüber. Ersatzmäßig noch das. Hat doch prima geklappt. So. Ach ja, ich bin ja infected. Ein Antibiotika mehr einziehen. Vielleicht gerade noch was essen. Das dürfte auch nicht schlecht sein. So, dann können wir in aller Ruhe wieder zurückstecken. Ach ja, ich sollte vielleicht Woodframes in Auftrag geben. Das kann wieder... Ah, wir haben schön, schön viel Holz bekommen. Haben wir wieder Brennmaterialien und Arbeitsmaterial. Haben natürlich auch Seeds bekommen. Die wir schnell noch aussehen werden. Das sollte noch drin sein. So. Einfach schön die Reihe durchsetzen. Oh, noch ein Boden. Von der Wetter. Okay. Gleich die nächsten dran. Ah, wir sind wieder bei 200, das ist okay. Schön Bäumchen pflanzen. Wir haben dann alle Ruhe Zeit. Oh, jetzt wird es aber schon ein bisschen düsterlich. Wenn mal einer daneben geht, das ist nicht schlimm. Ich habe so viele Samen, das ist unglaublich. Da kann man ja schön einen großen Wald machen. Das werden wir auch tun. Also das ist wirklich ein ganz wichtiger Rohstoff. Ups! Bäume zu haben. Brennmaterial, Baumaterial. Ich bin gespannt, ob das alles noch so easy bleibt in der neuen Alpha. Oder ob es da Erschwernisse gibt. Würde mich nicht wundern, wenn da noch was kommt. Ich sag nur, Bretter schneiden für Omme, das kann dann auch mal anders ausgehen. So. Die restlichen setzen wir dann auch noch. Jetzt sind wir fast dreireihig. Dann beim nächsten Kettensägen-Durchmarsch. Dann auch wieder genügend Holz. So, das war es. Fertig, einen neuen Wald angepflanzt. Hält sich aber mit dem Wasser. Das muss man immer sagen, es hält sich. So, einmal Frames zu viel.
zweimal. Buch und Feder gehören hier hin. Perfekt. Dann sind wir gerüstet. Und dann müssen wir uns mal überlegen, was wir machen. Also das gefällt mir auch mit der Markierung auf dem Boden. Einzigste Frage ist, machen wir es ausgefüllt oder machen wir nur eine Umrandung? Muss ich nochmal drüber grübeln. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ihr Lieben, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Dann machen wir ein bisschen mehr Action. Dann schauen wir mal, was wir anstellen können. Also, bis dahin, macht's gut und noch viel Spaß im Netz. Tschüss!